Ich wurde auf Roblox gebannt, nur wegen einer Notruf-Hamburg-Idee. Und diese Geschichte erzähle ich euch jetzt hier in diesem Video. Eigentlich hätte ich vor, wieder eine coole Notruf-Hamburg-Video-Idee zu machen. Weil, wie ihr mich kennt, ich mag es natürlich liebend gerne Fake-Outfits zu machen. By the way, guckt euch das letzte Video an, das war richtig cool. Auf jeden Fall, wo ich dann, wie gesagt, dieses Fake-Outfit machen wollte, ist dann Folgendes passiert. Nämlich, ich kann es nur kurz einblenden, diese Vending-Machine, oder diesen Automaten machen, um mich damit in Notruf Hamburg vor Cops und sonstiges wieder zu verdrücken und die halt zu veräppeln, dass ich halt, wie gesagt, mich dann verkleide und vor diesen Cops dann wieder abhauen kann, gegebenenfalls die einfach wieder nicht checken, wer ich bin. Aber leider, Mutter Gottes, war das wieder zu viel verlangt in Roblox. Nämlich, Leute, was gibt Schlimmeres auf Roblox? Die Bypass Clothings. Richtig, meine Bypass Clothings. Und wenn ihr jetzt denkt, an was es wohl liegt oder was hier der Fehler ist oder was auch immer, dann kann ich euch sagen, dass wir hier von meiner Vending Machine reden. Nämlich, wenn wir hier auf der Creator-Page sind, wo man auch, wie gesagt, die UGCs machen kann, dann kann ich kurz zeigen, wenn ich jetzt hier bei Axwas unter Bag Accessories gehe, dann sehen wir den Übeltäter, die Bloxy Cola Vending Machine. Und wie wir sehen, die ist halt durchgestrichen. Das Ding ist, um mal ein bisschen kurz so ein bisschen Einblick zu geben, wenn ein Item auf Roblox, das man hochladen will, abgelehnt wird, dann wird es einfach nur abgelehnt und man hat 57 Robux halt umsonst ausgegeben. Aber Leute, bei mir war es ja schlimmer. Ich habe ein Tag-Bann bekommen. Also, Gott sei Dank ist nur ein Tag-Bann, weil für den Samstag für das Update-Video oder gegebenenfalls für den Update-Stream. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich habe für einen Tag einen Bann bekommen für Misusing the System. Also, ich habe angeblich, ja, irgendwas nicht jugendfreundliches anscheinend irgendwie in der Textur beinhaltet von dieser Vending-Machine. Oh mein Gott, Bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Nämlich, wenn wir kurz mal im Blender sind und hier ist mal wirklich das ganze Modell immer im Rundlauf angucken können, sehen wir, das ist ein sehr, sehr, sehr schlimmes Viereck. Auf jeden Fall ein sehr schlimmes Objekt hier mit einer Delle drin, die ist, spooky, mit einem Einlass hier unten, wo dann man rein logischerweise die Cola-Dose rausbekommen könnte. Also auf jeden Fall an sich ein sehr cooles Art-Kostüm auf Roblox. Und jetzt, Leute, wenn ich das hier vorbeischiebe, oh nein, oh nein, oh nein, was zeigt der Faust? Das wird jetzt, oh je. Seht ihr diese schlimme, unglaubliche Textur? Und das Ding ist, irgendwie ist es doch nicht dran schuld. Denn wenn wir nämlich auf meinen persönlichen Account gehen, wo halt die ganzen Sachen mal hochgeladen werden, dann sehen wir, oh oh, da ist ja die ganz böse Vending Machine. Oh nein, das ist genau die Vending Machine, die, wie gesagt, deleted wurde. Und das Ding ist, wenn es ja so schlimm wäre, dann würde ja der Mesh, also das ganze Ding an sich, komplett Content deleted sein. Ist es aber nicht. Das heißt, wir haben hier nur eine oder zwei Sachen, die eventuell dazu führen können, dass dieses Item, warum auch immer, als Bypass Clothing auf Roblox angezeigt wird. Nämlich, wenn wir zurückgehen und dann gehen wir hier auf Images, dann sehen wir auch die Textur, die ist noch da. Wenn wir dann mal auf Meshes gehen, dann, wie wir schon wissen, ist das Ding halt da. Aber, und jetzt kommt's. Was ist, wenn wir auf das Item gehen, was wir wirklich geuploadet haben? Weil, wenn wir nämlich darauf gehen würden, jetzt hier auf das Item, dann müsste ja irgendwas gehashtaggt sein, was ja komplett, ja, verboten ist oder irgendwas Krasses da zu sehen ist. Aber, was sehen wir? Bumm, hier ist auch nichts irgendwie ansatzweise gehashtaggt worden. Das heißt, es kann nur eine folgende Schlussfolgerung daraus ziehen, dass entweder das, wie gesagt, ein Fehler der Moderation war, was ich mal sehr stark hoffe, weil den Ein-Tages-Bann ist halt lächerlich einfach. Oder, warum auch immer, was aber für mich weniger Sinn ergibt, dass so welche Sachen, die dein Körper eigentlich voll komplett abdecken, verboten sind irgendwie. Obwohl es da noch welche gibt, die komplett deinen Körper abdecken. Aber das ist egal. Sie gibt es trotzdem irgendwie. Also gehe ich davon stark aus, euch für einen Tag von Roblox zum ersten Mal nach 10 Jahren, weil ich spiele Roblox seit 2013, dass er nach 10 Jahren zum ersten Mal, ja, gebannt wurde und das sogar noch falsch und inkorrekt. Wie gesagt, ich warte auf den Support, der schreibt mir aktuell halt nicht. Ich glaube, die haben einfach keinen Bock auf mich irgendwie. Aber wie gesagt, ich will jetzt auch kein endlanges Video rausmachen. Ich wollte auf jeden Fall sagen, ja, wie gesagt, ich wurde eigentlich für einen Tag gebannt auf Roblox. War mal auch eine geile Experience halt so. Hat mal was anderes noch nie gemacht, außer mal Roblox zu spielen. Aber ich hoffe mal, wie gesagt, dass das sich in der nächsten Zeit eventuell was rücken wird. Und wenn das halt sein sollte und das Item auch wieder zurückkommen sollte, dann werde ich das natürlich in einem Notruf Hamburg wieder natürlich komplett nutzen. Und dann könnt ihr es auch kaufen, wenn es natürlich funktioniert, die Sache, ne?
Aber ja, das ist wieder die Story zu meinem erstmaligen und seit 10 Jahren ersten Bann. Deswegen, ja, was man sagen, ist halt ein Bann, halt kann man leider was schlecht machen. Und ich fände es halt nur ein bisschen lächerlich und deswegen wollte ich mal kurz das mitteilen, dass ich gestern mal auf Roblox zum ersten Mal gebannt wurde. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr denn so an Bans mitbekommen habt. Weil, ich bin ehrlich, ich hatte schon mal ein paar Warns auf Roblox und davon war auch gefühlt nur einer ein richtiger Warn und ich will es jetzt nicht erläutern, was das war. Aber ich war halt ein Kind, ich war ein bisschen dumm, ne? Und da war der Warn Vincents gerechtfertigt. Auf jeden Fall, wie gesagt, die anderen Warns, die davor oder danach kamen, die waren halt wieder mal nicht gerechtfertigt. Also Roblox-Moderation ist on its finest. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, ist das, was ich sagen kann. Aber was ich auch noch sagen will dazu oder anwerben will, wenn wir schon mal hier sind und das Ganze belabern, ist nämlich folgendermaßen. Am Samstag ist nämlich das Update und ich werde natürlich ein Update-Video zu machen. Das ist klar wie Kloßbrühe. Aber Leute, wir werden davor gemeinsam mit euch im Livestream die neue Map erkunden und wir brauchen so viele wie möglich, denn es gibt neue Sachen zu erkunden, ganz viele Videos zu machen und da will ich am besten die ganze Community am Start haben bei uns im Team Pharaos. Deswegen kommen auf jeden Fall alle am Samstag in den Stream vorbei, denn wie gesagt, wir brauchen so viele wie möglich an Leuten, weil ich habe vor, geile Videos aufzunehmen. Das heißt, wenn ihr mal immer in einem Video vorkommen wolltet von mir in Notruf Hamburg, dann müsst ihr einfach nur im Stream dabei sein, denn im Stream werde ich auf jeden Fall, wie gesagt, ganz viele Videos aufnehmen. Wir werden noch ein paar Videos neu machen, die es schon auf dem Kanal gab, einfach mal zu gucken, ob sie was geändert hat. Und natürlich werden wir die ganzen neuen Sachen in Notruf Hamburg auschecken. Vielleicht wird auch sogar das Update-Video ein Teil oder ein ganzer Teil, Ausschnitt, bisschen Highlights vom Stream. Das heißt, wenn ihr in einem Video dabei sein wollt und in einem Video und in einem Livestream, das war ganz viel Video und einem Text auf jeden Fall, dann kommt auf jeden Fall, wie gesagt, zu mir dann in den Livestream am Samstag. Ich muss mal gucken, welche Uhrzeit, aber auf jeden Fall am Samstag wird der Livestream kommen, das heißt übermorgen. Das heißt auf jeden Fall, würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video / Stream. Deswegen auf jeden Fall nicht verpassen. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr hier eh mal seid oder auch Ehrenfrauen, dann lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke, dass ihr keine weiteren Videos oder Livestreams von Notruf Hamburg V3 in der Zukunft verpasst. Und wenn ihr gesagt noch ein bisschen Liebe da lassen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Haut rein, Leute. Und ciao.